Hallo, Bierfreunde von da und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So, Freunde, wir haben heute auf dem Gabentisch ein Bier, was ich schon kenne, was wir aber hier, zumindest mein letzter Stand, noch nicht auf YouTube kennengelernt haben, noch nicht vorgestellt haben. Handelt sich mal wieder um einer meiner Lieblingsbrauereien, wenn nicht sogar die Lieblingsbrauerei, Störtebeker. Ja, wunderbar, ne? So, haben wir hier nämlich ein neues Bierchen, das haben die da rausgebracht. Nordisch Hell, also ein helles. War schon im Gespräch gewesen. Gibt so ein kleines Mysterium drum, so nach dem Motto, naja, das ist noch nicht so die finale Rezeptur. Da soll sich wohl ein bisschen was verändert haben oder soll noch verändert werden. So zumindest auf Instagram, was da sich so drüber unterhalten worden ist. Ob an den Gerüchten, Mysterien was dran ist, das kann ich natürlich nicht sagen. So gut ist dann meine Connection zu der Störtebeker Brauerei auch nichts. Faktum ist, ich kenne es schon ein paar Mal getrunken, hin und wieder jetzt auch immer mal im Angebot. Hab's jetzt nochmal mitgenommen, um mal zu schauen, wie schmeckt denn das eigentlich, weil vorstellen wollten wir das ja eh nochmal hier auf YouTube. Wurde sich ja auch gewünscht, deswegen steht das jetzt hier auf dem Gabentisch. Gut runtergekühlt ist es natürlich. Kommt mit einem hellblauen Etikett daher, nordisch hell, ist natürlich klar, ist jetzt erstmal so ordentlich, ne? So konträr gesehen zu Süddeutschland, wo es dann um bayerisch hell geht. Das heißt also, hier erwarte ich tatsächlich dann schon so ein bisschen so diese nordische Innovation, Kreativität, die wir ja auch aus der Störtebeker Brauerei her kennen. Die haben uns ja schon öfters überrascht mit der ein oder anderen leckeren Bierspezialität. So, Wassergerstenmalzhopfen haben wir natürlich drin, kein Hopfenextrakt. Hätte mich auch bei Störtebeker tatsächlich gewundert. Ja, ausgewogen frisch, so teilen sie uns das Ganze mit. Hat 4,6% Umdrehungen und ja, weltweit prämierte Braukunst ist klar. Störtebeker ist natürlich höhere Qualität, ist ja wohl logisch. Und ja, da können wir uns mal überraschen lassen, was wir da jetzt haben. Gut, hier gibt es auch nochmal Informationen, kalte Gärung. Okay, na hier Pilsner Braumalze wurden verwendet. Was haben wir dann noch Schönes, was da steht? Erfrischender Trunk. Elegante Hopfung mit den Sorten Ariana, ja, so heißt der Hopfen. Cascade ist natürlich auch wieder mit drin. Select und den Akoya. Ja, das ist interessant. Also da wird es also Akoya auf jeden Fall auch nochmal eine Zitrusnote mitgeben. Also, so schaut das Ganze aus. Klassisches Design hier. Jetzt könnte ich ja eigentlich mein Störtebeker-Glas mal holen, aber naja, wir nehmen mal das TQ-Tasting-Glas. So, ich mach's mal auf, habe ich euch die Kapsel schon gezeigt. Hat sich ja auch schon eine ganze Sammel-Community um die Kapsel, ne? Ja, breit gemacht. So. Da muss ich sagen, das soll mal laufen, ne? Ja, ja, ja. Oh, mit dem Buch mal lecker. Stralsund, oh, ab ins Glas damit. So. Jawolla, so, zack, drin ist es. Ich glaube, Instagram müssten wir es schon vorgestellt haben, bin mir aber nicht sicher. So, ist ein Bier. Gibt sich erstmal als Bier zu erkennen. Schon mal sehr, sehr schön. Zwei fingerbreite Blume kriegen wir auf jeden Fall hin. Und das Ganze sieht doch recht feinporig aus. Bleibt auch ordentlich an der Glaswand haften. Und ja, super. So. Im Glas selber würde ich zwar sagen, haben wir es hier mit einem klassischen Getreidegold zu tun, allerdings ein paar Farbnuancen heller auf der EBC-Skala würde ich da schon ganz gerne ansetzen möchten. Schaut mal selbst, das ist schon durchaus so ein bisschen, ne, so ein bisschen heller das Ganze, so wie es ausschaut. Perlange, Karbonisierung, perlt gleichmäßig ab nach oben, eher eine kleinere Perlung. Und ja, der Deepheitsfaktor, wie deep geht's rein, also... Naja, ich will jetzt nicht sagen, das ist ein absoluter Saft, aber das ist auch nicht verwässert. Also da bewegen wir uns in so einem grundsoliden Durchschnitt, was die Tiefe angeht, ne? Schaut selbst. Oh, also. So. Ja, Optik, Ästhetik. Hm. Macht keinen Appetit, oder? Sind wir uns einig? Wenn der Wirt einen Tim stellt, verzeiht dann immer, zapf schon mal das nächste, ne? Also komm, 5 von 5, / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Anschnuppern jetzt. So. Oh, ein Bouquet, wo der Cascade auf jeden Fall durchkommt. So, und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, Freunde, mein Erinnerungsvermögen, könnte man schon fast denken, ich habe Demenz, keine Ahnung, um Gottes Willen, keine bösen Scherze darüber, aber trotzdem, ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnern, als was auf Instagram im Livestream, glaube ich, vorgestellt haben, wie das da eigentlich war. Kam der Cascade vom Bouquet her wirklich schon so deutlich durch? Oder ist das jetzt wirklich schon die neue Rezeptur, die jetzt ja, zum Sommer hin 2022 rauskam?
Weil das ist jetzt natürlich das, was wir kennen. Es sind diese Zitrusaromen, es ist diese Fruchtigkeit, ja, die wir auch vom Pilz her kennen. Ne? Also das ist so, das riechst du natürlich raus. Das ist sehr angenehm, muss ich sagen. Und so angenehm hatte ich es nicht in Erinnerung gehabt. Gerade auch in der Assoziation, ne? Gedächtnis und so zu einem hellen, ja, zu dem Nordisch hell. Das ist auf jeden Fall, doch, und da bin ich schon der Meinung, dass sie da was geändert haben. Kann das sein? Das ist auf jeden Fall fruchtiger und zitroniger auch. Das ist sehr, sehr lecker vom Bouquet her. Also das ist wieder so, wo ich sage, geil, Riechkolben rein und da kannst du schon noch schön rumschnuppern. Ne? Ihr Lieben, das wollen wir probieren. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohle, auf das Bier und auf den Genuss. Ja, das ist verändert worden. Wenn das jetzt die finale Version ist, dann ist es gut. Oder ist das jetzt eine Einbildung und ich hatte eine schlechte Flasche gehabt? Fragezeichen. Weiß einer Näheres? Ist das schon die neue Rezeptur? Wenn ja, ist sie gelungen. Geil. Ja, also aus dem Stegreif, Freunde, nach dem Antrunk, nach dem allerersten Trunk. Und wo ich sagen würde, das ist ein Kandidat, der jetzt auch auf die Top-10-Liste der Hellen wandern würde. Der teilt sich dann auch wieder so einen Platz auf dem Siegertreppchen. Das geht schon deutlich so in diese Richtung rein und da enttäuscht mich hier und störte Bigger mal wieder nicht, indem die hier wirklich ein sehr innovatives, kreatives nordisches Bier rausgebracht haben und eine ganz eigene Interpretation von einem Hellen. Und Helle, wie gesagt, aus Bayern haben wir nun wirklich schon über Hunderte getrunken, sodass wir da auch so diese zwei Extremvarianten kennen. Einmal die mit schönen Aromaspitzen drin, Aromahopfen präsent ist, nach vorne kommt und einmal die, die schmecken wie Leitungswasser. Also von daher... Das ist ja schon gelungen, ne? Hm. Also der Hopfen kommt ganz, ganz klar durch. Für alle Hopfenfreunde, die werden sich hier freuen. Schmeckt sehr natürlich, sehr zitronig im Antrunk, sehr fruchtig auch, aber ohne gleich mit einem Ale assoziiert zu werden. Es ist noch so dieses gewisse Lineare von einem hellen, diesen Dosflasher-Charakter, der ist ja durchaus vorhanden. Aber du hast eben schon im Hintergrund eher sekundär mitschwingend diese schöne, fruchtige, zitronige Note. Ne? Das macht das Ganze nochmal so interessant, weil das unterstützt den Hopfen nochmal schön, der dann richtig toll nach vorne kommt. Und das ist ganz interessant, weil hier bei der nordischen Version tatsächlich der Malzkörper gar nicht so im Fokus steht. Der ist jetzt nicht primär so, dass er sagt, so hallo, hier bin ich, sondern der ist halt da, aber der sagt so, komm, lass mir auch nochmal ein paar andere Geschmacksnuancen nach vorne kommen. Und das ist natürlich toll, das ist eine interessante Textur, ein schön stabiles Profil, was natürlich auch wieder einen ganz eigenen Charakter hat, ne? Störte Becker halt, ist kreativ. Ja, ich mag diese erfrischende Zitrone da drin, das ist toll. Ja, das ist trinkbar. Also meiner Meinung nach ist die Rezeptur jetzt verändert worden, aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Das kann auch Einbildung sein, das sage ich ganz ehrlich. Nur ich habe es nicht so gut in Erinnerung. Also das schmeckt mir jetzt hier richtig. Setting ist das Normale, wo ich ja sonst auch immer bin, außer dass draußen jetzt Temperaturen ein bisschen wärmer sind. Aber das ist schon geil. Das ist wirklich geil. Preis-Leistung stimmt mal wieder und eine super Rohstoffqualität, das ist wieder mal super. Ne? Das ist wieder... Das ist da, was die da unten da mit dem Alpiersbacher da in Baden-Württemberg haben, ne? Das haben wir hier oben hier mit der Störtebäcker. Ist so. Ja, ist so. Das ist einfach so. Das ist geile Brauerei. Kannst du sagen, was du willst. Und das ist sogar festivaltauglich, würde ich sagen. Ja, weil es in der Textur jetzt auch nicht zu komplex ist oder so, sondern es ist schon noch linear aufgebaut wie ein helles, aber du hast halt so dieses... Ja, Aromaspitzen drin. Geil. Freunde, müssen wir bewerten. Sehr gut verträgliches, ausgewogenes, sehr leckeres und originelles Helles. Nordisch Hell von der Störtebäcker Brauerei und dementsprechend möchte ich es auch bewerten. Da ich jetzt nicht weiß, ob es jetzt die neue Rezeptur ist oder ob das überhaupt alles stimmt mit der neuen Rezeptur, ich weiß das nicht, ist wie gesagt so auf Instagram, ist das da alles so diskutiert worden. Ich gebe aus dem Stegreif 5 von 5, / 6 möglichen Punkten hin, Tendenz zu 6 von 5, das heißt Krone-Bewertung. Aber ich lasse erstmal 5, ne? So, mal gucken, was da los ist. Dann. Das muss man auch auf Langzeit testen. Ne? Ja, sehr, 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 sehr gut. Ihr Lieben, das war's gewesen mit diesem Biertest. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, der Biersüffler. Genau.